Hallo, Happens, J-Gamer, Azrael, Mariko, Anne, ich grüße euch. Mariko, warum schaust du Demon Slayer? Ist ja widerlich. Ich glaube, ich soll runtergehen. Egal. Wir gehen hoch. Nope. Ich bin sehr verwirrt, aber das hier ist die Stelle, wo ich hier saß und Aerith da lag. Aber eigentlich war neben ihr auch der farblose Materia-Kristall. Ist die Frage rhetorisch? Der Anime ist klasse. Demon Slayer stinkt. Let's take a walk, okay? Ah, one thing. You have to promise not to look up. Jetzt kommt das ganze Foreshadowing mit Aerith. I'm pretty sure you won't like what you see. You know I'm gonna have to look now, right? Right. There I go, putting my foot in my mouth. When will I ever learn? Wie soll ich hochgucken? Ist das Majora's Mask? Ein fetter grinsender Mond über uns. Was? Nichts Besonderes? Oh. Hey, let's check it out. Come on. Vielleicht träumt er das wirklich während seiner Vergiftungsfieber. Can I have one? Can I? Can I? Can I? Please. Bin ich jetzt Papa? Oder Angel? Which one do you want? Ich bin Papa Cloud. Whichever one you pick. Why are you acting so weird? Well, you are. This isn't you. If you ask me, I'd probably say, this piece? I don't know. Actually, I'm gonna let him choose. Everything is free, but remember, it's one per person. This is it. After much cajoling, Cloud is about to give his very first gift to Aerith. Only question is, which one will he choose? Was ist mit der? Ist das ein Traum? Oh nein, ich muss choosen. Ich will den Hund. Gold Bracelet, Pink Hair Clip. Das gibt's nicht. Ich will, natürlich muss ich jetzt den Hund nehmen. That one. Ah, I'm so sorry. I meant everything but that one. Tell you what, I've got something else I think you'll love. Come on, man. You know, secrets. That's actually pretty neat. Secret unlocked. Perfect, even. Oder sagt er bei jedem, dass das nicht geht? Are you kidding me? I'll miss these moments. Thank you both. Now, where to next? That way. Come on. 135 Streams hintereinander geguckt, Angel. Wenn Zack uns sieht, Aerith, wenn Zack uns sieht. Kann ich Händchen halten? Nimm Cosmo Candy. It's your lucky day, you two. Feel free to take whatever. Entscheide ich hier jetzt gerade, ob Aerith stirbt oder nicht. Oh, but only one per person. Wenn du den Kaugummi nimmst. Then we better choose wisely. Butterfly Effect. Ich will wieder den Hund. Da ist wieder Hund. Hund. Stamps, Champs. I'll take one of those. Then I'll have one of those.
All right. Hmm. Though these aren't the only treats I've got, you know. How about... Oh, hinter der Theke. My latest creation. Really? Let's try it. Sure. Go on, enjoy. Hey Dave, ich wähle gerade Candies aus. Figured I'd pull out all the stops for my last hurrah. Guess I pulled out one too many. Das heißt, allen ist bewusst, dass... Aber das spielt doch, nachdem die Platte runtergefallen ist. It sounds to me like I need to start over. Ach so, deswegen ist er rausgegangen, weil die Platte über den noch da ist. Ach so, deswegen hat sie gesagt, guckt hoch. So. Das heißt, es ist definitiv ein Traum. Pretty sure I only asked to meet with Professor Hojo. Not a whole platoon. Und jetzt stirbt sie. Whatever. The world's about to end anyway. Got nothing to lose and everything to gain. Warum soll denn die Welt untergehen? Coming through, boys! Darf ich schnetzeln? Nein. So this is where you've been hiding, in a world that has accepted its fate. Hey, what's that? Let's go see. Just as you must. Sorry, folks. I've only got one shot left. We were next. We've been waiting for ages. We don't have any photos together. Haben Magie, aber haben keine digitale Fotografie. Okay, how about you all pose? Cutest looking couple gets their photo taken. Nein. Nope. Oh yeah. Und was soll... a modeling pose? Showtime pose? Na, niemals. A dance hold? Na, modeling. Okay, you two. Smile real big for the camera now. Der Hintergrund ist noch nicht so schön, werter Fotograf. Please. Hold on, Biggs. I'm coming. Der Hund hat schon irgendwas auf sich, weil... An dem einen Hund wissen wir ja, dass es zwei verschiedene Timelines gibt. Reactor busted? Seems it's all out of Mako. Pump's still sucking away, but the only thing it's pulling up is dirt. Das heißt, das ist wieder eine andere Timeline. The life stream's bone dry. Bomb one reactor, bomb them all. Planet's done either way. And so are we. Idiot. That it? Bomb barely made it through testing. Figures it'd fail for real. Boom. What am I still doing here? Why did I have to survive? Look at me. I'm useless. Can't even make a damn bomb. You're not useless. For a moment there, I thought my life might have some meaning, but... It doesn't mean shit. Well, that's where you're wrong. Wanna know why? 'Cause you mean a lot to a lot of people. So come on, man. Thanks, but why are you here? Yeah, about that. Never mind. I know. Kinda obvious now I think about it.
world may be ending and all, but a bombing's still a bombing. That's part of it too. But mostly, I was worried about you. That bleeding heart. It'll get you killed. I don't know. I wanted to take action. Take charge. Take control. To know that I had a choice. That this path, this world was one I chose. I wanted to take back my life. Biggs? Buddy? No. No. Biggs, get up! Alles führt aufs Gleiche raus. End of the road, huh? Fate's got one twisted sense of humor. And I'm always the punchline. But I'm sick of taking its shit! This is my life. I make the rules. Lass mich wenigstens spielen! See you never! No. Lass mich spielen! Hallo Maurediven, ich bin am Hasseln. Warum? Ich spiel doch bloß. Das ist ja nicht Hasseln, ich spiel ja bloß. Well, for starters, you don't look like you're on a date. More like at a funeral. Wow. Well, I don't think that's true at all. Just have fun while you can, huh? See ya. Now then, where shall we go to next? Before that, talk to me. What's going on with this place? With you? And please don't play dumb. All right. I'll tell you when we get to our spot, okay? Where's that? You really have to ask? It's one of my most favorite places. Can I make it any more obvious? Waren ihre Augen gerade absichtlich durchsichtig? Aerith ist wirklich hübsch und tiefer. Nein. Barret ist der hübscheste. Cloud. Biggs. Or Aerith. Johnny läuft einfach vorbei. How the hell am I supposed to choose? Sephiroth! Hey! You want a piece of me? No, not you. It was all you, wasn't it, Sephiroth? Confused? Yep, das ist der Teil in Rebirth, der komplett addiert wurde. Well, it isn't over yet. Man nicht ganz checkt. This is it, right? Our spot? Bingo.
That was easy. Ihr habt ganz schön viele Spots mit vielen verschiedenen Männern, ey. I told you it was obvious. Verschämt. Well, you'll have to give me a harder one next time. Wobei, nee, mit Zack war ich nie hier, oder? Next time? Nee. Yeah, next time. At least I know now. Where you and I stand, I mean. Thing is, Cloud, I really like you. But then, like can mean a lot of different things, can't it? Cause there's liking, and then there's liking. Seriously, what's going on? You've been weird all day. I'm sorry. Oh, das Foreshadowing, ey. Die ziehen's durch, ne? Whatever happens, don't blame yourself. Die ziehen's durch. Hallo, Meguminar. Cloud. Thank you. Sorry. I'll be okay. Aerith und Cloud gehören nicht zusammen. Aerith gehört zu Zack. Cloud ist tiefer. Here. Take it. Na schau, es ist auch nicht leer. This isn't about ein Traum me, von denen. It's about saving the world. And you. So thank you, Cloud, for everything. Ja. It's fun. Nice. Aerith! Es gibt weiße und schwarze Whispers. Die weißen sind von Aerith. Behold the true nature of reality. When the boundaries of fate are breached, new worlds are born. The planet encompasses a multitude of worlds, ever unfolding. Some quickly perish, while others endure. Yet even the most resilient worlds are doomed to fade. Nevertheless, their loss is not to be mourned. For it is not death, but a homecoming that awaits them. Es könnte auch Homecoming heißen, der dritte Teil. All life is as one. All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall her children. He'd tell you that he only cares about the planet. That he'd do everything in his power to protect and preserve it. But this isn't the way it's supposed to be. Listen to the planet, Cloud.
to her ecstatic cries, her rapture. Screaming! It's screaming! Oh, Cloud. I thought you might finally understand. Cloud, lend me your strength. Let us defy destiny together. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Let go of the past, Cloud. For the future is bright. We are to bear witness to the reunion of worlds. The reunion. Leave me out of it. How very stubborn of you. Perhaps you need a little push. GG. I give you my blessing. Ich habe alles verstanden. Ich verstehe alles. Where am I? Hallo Drarot. That doesn't belong here. Ich blick voll durch. Very poor form. Seit wir gegen die Demon Wall gekämpft haben, befanden wir uns jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden in der Cutscene. Das ist immer noch eine Cutscene. Ich kann nichts machen. Hallo Philipp. Wollen wir auch weiterlaufen? Sieht er sie jetzt wieder? Sieht wer was wieder? Run, Cloud, run. Ja, Aerith. Ich glaube, wir werden bald wieder dahin zurückgehen, wo das Originalspiel weitergemacht hat. Wir sind halt jetzt gerade in so einem Traum. We meet again. You're okay. Sephiroth's here. I can feel him watching us. Yeah. But forget about him for now. Just focus on yourself, okay? But I'm fine. Focus on you, Cloud. The one I've been trying to find. The real you. Die will doch nur, dass ich so bin wie Zack. Leave Sephiroth to me. Nein. I can handle him. He's planning to use the Black Materia, but I won't let that happen. He has to be stopped by Ahsetra. And I'm the last.
Thanks for returning it to me, Cloud. I appreciate it. Ja, das ist die andere. Hä? Das ist die von Zack jetzt. Das ist die aus der anderen Timeline, die ihre Material verloren hat. Die gerade tot da liegt. Aber, hä? Ich verstehe es natürlich. Ich blick durch. Alles nachvollziehbar, alles deutlichst erklärt, ne? Also wer es nicht checkt, der hat halt nicht aufgepasst, ne? Oh nee, so dumm. Noch einmal. Adaptiven Träger sind aus, ich fühle gar nichts. Wahrscheinlich war das irgendeine komplett andere Aerith, die mir ihren Weißen gegeben hat, damit ich zu einer anderen gehe, die den Weißen Materia verloren hat. Und das ist die dritte. Das ist quasi unsere Aerith hier gerade. Aber die hat auch kein Weißen Ding hinten drin. Aber den sieht man doch nie wirklich. Ich verstehe es. Ich hab Blick durch. Und lass sie nicht gehen. Harry. Idioten, die sind schuld. Are you there, Harry? Where are you? Harry. Hey, Harry. Hey, hold up. Cloud! Cloud! Fängt nicht so Skyrim an. Please tell me you're okay. I'm fine. Didn't know if it was Mako poisoning or the degradation, but I thought you were done for. Sorry to disappoint. Well, you can thank me for the ride later. Gotta find Aerith first. She told us that an ancient city lies just beyond these woods, and that the Setra built a very special altar there. That's where she's headed, I'm sure of it. Problem is, Sephiroth stole the black materia. Meaning he could destroy the entire planet any minute. And Aerith said she's the only one who can stop him. Where is this place? No one knows but her. We got separated in the fog, and... Separated. She's out there, all alone. Then we'd better hurry. Und wir vertrauen alle wieder Kaizith. Keine Erklärung notwendig. Man hat unser Leben gerettet, trotzdem. And how can you be so sure? Sometimes you just know. So, Cloud. I heard something from Aerith. She said Sephiroth kicked the ever-living crap out of you back in the Temple of the Ancients. You heard wrong. Didn't go down like that. Okay. Then how exactly did he get the materia from you?
Hä, wart ihr nicht alle dabei? Have to play the badass, you know? All right, fine. You win. He beat the shit out of me and took the materia. It's my fault. It's kind of mine too. I should have been there for you, but I wasn't. Das heißt, die haben das alles nicht mitgekriegt, wie ich ihm freiwillig die Materie gegeben habe. Don't know if I'd call it a dream. Either way, something happened to you, didn't it? Yeah. Got sent to another world. Apparently, there's at least a few more than one. Is that right? I'd explain, but don't think I can. It's all right. Doubt I'd want to hear it anyway. Wir sollten einfach einen Movie-Abend machen und Avengers anschauen, dann versteht ihr das mit den Timelines. Is there something weird about this mist? There is. Do you see them in it too? The whispers? Yeah. I'm afraid to say it, but if the whispers control fate, then does that mean we were destined to be separated from Aerith? Maybe. Yep. Why'd I have to open my mouth? Du würdest dann schlafen. Promise me, if you start feeling sick or thinking weird thoughts, you'll let us know. Ich würde sagen, aber BioShock ist definitiv noch komplexer. Aber es wird alles erklärt, zumindest in BioShock Infinite. Eines der besten Videospielenden ever, BioShock Infinite. Apologize, but I do want you to talk to me or someone at least. All right, I can do that. Also mehrere Timelines, mehrere Aerith. I've apologized to everyone else, but not to you. Und Aerith kann zwischen den Timelines springen. I'm sorry for giving the keystone to Shinra. CP auch. I truly am. I just thought that since it was so dangerous, I'd rather something happen to one of them than to one of you. No need to explain yourself. Oh. You're a good man, Cloud. I don't deserve your forgiveness. Das war keine gute Erklärung. Just got bigger fish to fry. Right, that makes sense. Still, I'll do what I can to help, and we'll fry those fish together. Das war keine gute Erklärung. Er hat ihn denen gegeben, damit die das machen und nicht wir? Das war keine Erklärung. Kite? Schlecht. Böses Kätzchen. Bye. The Grand Metropolis, where the ancients once gathered to pray, thought lost to time. Until today. This is it, right? You know, I think it is. Yeah, Gramps told me all about it when I was growing up. He called it the Forgotten Capital. Said it was the heart of Cetran civilization, but I never thought I'd see it. And this place screams fancy altar. Aerith's gotta be here. Well then, let's go get our girl. I'm gonna go out on a limb and say those assholes are fixing to get in our way again. Look at them, though. Yeah. They're different. Don't belong to fate or the planet. They belong to Sephiroth. I'm waiting, Cloud. Komm her, Papi. Geiler Übergang zu einer pre-rendered Cutscene, nice. It's the end. What? Sephiroth. Good, Aerith. Pray. Hmm.
Wo ist sie? It's upon us. The reunion. When worlds merge. When spite and sorrow are harvested to feed the planet. Hüpf, hüpf, hüpf. Das ist jetzt sehr ähnlich zum Remake-Ende. Ich hoffe, der Kampf wird anders. Ah, der war schon geil, der Kampf, aber nicht nochmal so ein. Wird bestimmt anders. Warum? Aber weiße Mäuren sind die, die quasi von Aerith kommen. Das heißt, Aerith versucht uns aufzuhalten. Warum haben die gar... Die nehmen keinen Schaden! When there are more whispers on the field, they will conjure a word and apply various buffs. Blah blah blah. They conjure a word, blah, 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 and the cross will grow red and they will be pressured. Okay. Warum nehmen die so wenig? Rot! Okay, ich darf mich amüsieren. Es läuft gar nicht gut hier. Ich kann den nicht anvisieren, weil so viele da sind. Warum sind so kleine Mäuren jetzt so schwer? Gar nicht, was sie alles hier machen. Trotzdem ist es das Ende von dem Spiel. Immer episch. So, wer ist der Nächste? So. Irgendwas, was mich heilt. Sind jetzt die Kämpfe alle so langwierig? Die Dementoren. Verliert er seine zweite? No thanks. I'm good. Aerith.
Aerith lässt uns nicht durch. Aerith. Ist das das Zauberwort? Die Macht der Freundschaft. Muss ich jetzt alleine sein? Oder Aerith lässt uns durch, so. Alle da, nu. Es wäre krass, wenn ich alleine alles jetzt machen muss, aber ich glaube nicht. Heieiei. Ja, Valentine ist am Start, aber nur so als Nebending. Hier kann aber nirgends was sein, was ich finden muss. Das ist jetzt pure Story hier. Steht da Sepi? Eine Bank. Aerith is praying at the altar in hopes of putting a stop to Sephiroth's plans. There will be no chance to rest. Okay, okay. So will ich alle verpassten Waffen hier zu kaufen. Ich werde echt alleine kämpfen. Mal schauen. Nichts Neues seit 5 Kapiteln. Das bringt auch nichts. Okay. Das ist alles so insane. Aber was wirklich heutzutage immer noch upholds, ist die Hintergründe von Final Fantasy VII. Also weil die ja gezeichnet waren damals. Die Hintergründe waren ja gezeichnet und die waren damals schon großartig. Aber klar, jetzt ist es natürlich auch noch auf einer anderen Ebene faszinierend. Nicht ausgerüstet? Das werden wir gleich sehen. Aber ich meine, so wie letztes Mal halt auch, ich habe ja nichts geändert. Elemental Materia, Lightning, Wind, ATB, Stagger, Steady Fest, Vitality, HP. Mal gucken. Kann es sein, dass wir zwei verschiedene Whisper sehen, weil die einen sind jetzt das alte Schicksal und die anderen sind das neue Schicksal? Oder die einen sind das Schicksal von Aerith und das andere von Sephiroth? Nee, sie können ja nicht pro Person eigentlich sein. Oh ja, wahrscheinlich ist es halt eine Route und die andere Route. Und die beiden Routen kämpfen gegeneinander. Jetzt ist die Frage, was passiert? Alte Route oder neue Route?
They mean so much to me. So please, tell me how to do that. I'm begging you. L. L. Oder war der jetzt gemischt? Sind die quasi grau, schwarz und weiß? Do it! Da kommt er. No! Der Moment. Wir schreiben Geschichte neu. Geschichte neu geschrieben. Das war der berühmteste Moment, vielleicht sogar der Videospielgeschichte. Und natürlich steuern wir jetzt die anderen. Oder vielleicht auch nicht. Darum ging es. Die ganzen Spieler haben daraufhin Oh. Wessen Blut? Meins? Ich hab sie getroffen. Er hat sie getroffen? Vielleicht haben wir doch nicht umgeschrieben. Vielleicht haben wir es doch nicht umgeschrieben. Vielleicht ist doch alles gleich. Das Schicksal lässt sich nicht ändern. Aerith! Nee, die ist nur müde. Ist sie nicht tot? Vielleicht haben wir es geändert. Ja, die zwei verschiedenen Timelines. Aber in welcher sind wir? Eben, da ist... And so it begins. A confluence of worlds and emotions. Loss
achieve among them. It engulfs fleeting moments of joy, transforming them into rage, sadness, hatred. Never have I felt them so keenly. I got this. However, you'll never see the truth with such clouded eyes. Shut up! After all, you're just a puppet. Genovas... Punkt, Punkt, Punkt. Live-Klinger. Hey, wir klingen am Live. Wir klingen am Live. Und ich glaube, es sieht so aus, als wir tauschen zwischen den Party-Membern die ganze Zeit hin und her automatisch. Unable to read. Cool. Lesser Resistance Ice. Was habe ich ausgerüstet? Ich glaube, Thunder. Was ist da für eine Barrier? Was? Wisst ihr noch, wie man in Final Fantasy X am Ende Engel hat? Was killt mich? Ich komm da nicht hin. Auch immun. Okay, ich check gar nichts. Ich krieg die Barriere weg. Alter, alles tut weh, alles tut weh, alles tut weh. Überall tut alles weh. Vor allem, wie soll ich die denn... Ich wollte nicht mit denen kämpfen. Wurde gezwungen zu diesem Team. Wenn nicht, wann dann? Irgendeine... Keine Ahnung, Quake? Quake-Hera? Sollte eigentlich gar nicht so schwer. Der sieht nicht so schwer aus, der Gegner. Pressure! Under pressure. Komm schon. Aber er macht gerade irgendwas. Ja, jetzt sind die beiden weg. Und ich halt alleine. Limit. Let's do this. Ich seh nix. Raver. Brace yourself. Raver. Okay. Okay. Jetzt tief und bellt. You good? Yeah. Okay.
geil. Geil, geil, geil. Let's keep it up. Phoenix. Of course. Ist wieder Yuffie und Red. Soll ich so Barrier-Sachen Quatsch machen? What? Gott, wie sie durchlöchert wird. Yuffie dead. Ja, zu sechs kämpfen. Du bist der Ton so muffled. Ich hab nichts geändert. Nicht so eine Destroyer-Attacke jetzt. Okay, jetzt ändere ich das Team, während Yuffies Limit einfach gleich voll ist. Oh, okay. Merkt ihr bitte aber den Pressure-Balken, ja? Der war ziemlich voll. Okay, gut. Ich kann gar nicht den das Hauptziel treffen? Sehe ich das richtig? Gar kein Ohr. Kann der Würfel überhaupt jetzt eine Zahl würfeln, wenn da unten kein Boden ist? Ich will Pressure machen, bevor ich mein Limit mache. Was hast du eigentlich? Magic Mockbox. Ach, Giga auf Tiefe. Sind halt alle sind nicht ausgerüstet, nur Cloud. Wobei Cloud tiefer und Ding. Good to go. Come on, yeah. Whoa, don't touch. Und ist Kite schon wieder gleich tot. Hey, ich mach ja schon mein Limit. Boah.
Wo ist mein... Ich hatte doch einen Phoenix Draft, der... viel mehr... Hä? Heißt das anders? Es gibt doch so ein Phoenix-Ding, was... mehr wiederherstellt. Bei denen steht beides das gleiche. Shake it off, okay? Oh Mann. I won't. Just get in the way! Barret! Okay. Barret and Red. So gemein, während er einfach so krass gestunt ist, aber gut. Let's get this show on the road! Couldn't have said it better myself. Voll Absicht hier. Echt, das ist jedes Mal eine andere Reihenfolge? Ich dachte, es ist einfach vorgeschrieben, was hier die Reihenfolge ist. Ja, Alter, Mann. Null Chance. Ey, unfair! Was? Oh, wo ist jetzt Current Face? Ja, please. Ist halt echt, ich könnte wahrscheinlich jedes Mal umrüsten die ganze Zeit, hier jetzt. Ach so, das ist eine eigene. Okay, ich muss mit Tifa wieder anfangen, krass. Damals musste man wieder von ganz vorne anfangen. Attacken sind aber auch echt mies. Diesen kleinen Felsen hier. Ja, ich muss auf meinem Ding sitzen. Ausweichen mit Barret ist halt ein Pain. Was ist da? Was ist diese Kugel da? Nicht bewegen. Okay. Yuffie Cloud. Und jetzt der Kopf dran. Nein. Shit. Ain't dead yet.
Wer hat Firaga gerade gemacht auf mich? Blitzsaga? Unglaublich, unglaublich. Ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Wow, 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 wow. Die ganzen Mega-Potions werden aufgebraucht. Diese kleinen dummen Laser. Achso, das eine macht Vierer und das andere Bio quasi. Komm, Claudi, Toti. Hey, ohne Items hier. Horror. Wie soll man diesem Bio ausweichen? Wie? Dann heilt es auch so schlecht. Wie viel Gigas habe ich noch? 12, okay. Komm, Synergy, vielleicht überlebe ich dann die Attacken. Habe ich jetzt Blitzsaga nur deswegen überlebt? Ich glaube. Ich bin jetzt schon wieder tot einfach. Wo ist der Kopf? Wie viel hat der Kopf? Ich sehe den Kopf nicht. Okay. Fallen. Ready? Sweet. Und jetzt bitte direkt den Stagger. Ich habe noch einen Stagger. Was? Der Stagger ist weg? Der geht weg? Der war voll, Mann. Das ist unfair. Wieso fülle ich denn den Stagger, wenn er dann wieder weggeht? Okay, wie soll ich dem ausweichen? Wow. Habe ich eigentlich Kura irgendwas? Kuragiges? Aerith hat immer Kura gemacht für uns. Aber sie ist tot! Ich hab's nicht kommen sehen. Warum spiele ich mit Kite? Ich will nicht mit Kite spielen. Kleine Katze da. Es ist Zeit für ein Limit. Mal einfach ein Limit jetzt. Warum nicht? Take the lead. Why now? Die Attacken, ich erinnere mich an ein paar Attacken. Warum bist du gegen alles immun, Mann? Warum ist lieb machen? Cure, Kura, Kalzif. Ja, du bist zu weit, du bist, ihr seid alle, ich brauche Fernkämpfer, Mann. Diese Laser hier.
Mach cooles Zeug. Mach einfach cooles Zeug jetzt. Soldier Movie Glass? Nie gesehen. Okay, okay. Mein Schwert her. Arid hat... Arid ist immer noch da drin? Oh ja. Ah. Mach dein Limit, Barretto. Ich sterbe jetzt während dem Limit. Das geht gar nicht. Gigaportion, komm, scheiß drauf. Heid, du bist ein Problem. Magic Box, Mega Magic Box. Okay. Immun, 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 immun. Diese Giga Potion, ne? Das ist mir peinlich, so viel, als ich die. Fokus. Wie? Komm, eine letzte Giga-Portion jetzt. Reicht's aber. Nein, mein Braver. Nein, geh weg. Ach, shit, Mann. Ich sehe halt auch nichts wegen den Felsen. Was sind das für Felsen? Komm, ich hab's doch gleich. Ich muss jetzt auch nicht in den Cloud wiederbeleben. Nein, nicht schon wieder. Okay, Cloud ist tot. Außer wir pressuren ihn jetzt. Oder haben wir ihn gepressured? Komm, er ist doch fast, Mann. Er ist doch fast am... Mogelnackel habe ich nicht, verdammt. Das war es aber noch nicht. Es war es noch nicht. Final Fantasy ist der Ursprung von This is not my final form. Vielleicht nicht der Ursprung, aber... Es war zu einfach. Das war es noch nicht. Jetzt erstmal Verwirrung. White. As far as the eye can see. Hey, anybody there? How about that? Well, nice to see you too.
So, I hear you've been pretty busy. Go! Zach? How's about we save the catching up for later? There he is. Wo ist unser Lead? Sephiroth. Ich glaube, der wird jetzt geskriptet. Wenn ich 6 spiele, muss der Kampf geskriptet sein. Smash. Die Smash-Plattform. Okay, okay, okay. Cloud, you ready for this? Kann ich beide steuern? Oh ja. Oh, press B. Nein. To slash with the Buster Sword, hold the button to launch enemies in the air, bring them in. Meteor shots available. Okay. Yeah, alright. Follow my lead. Look at you taking charge. I like it. Was kannst du? Okay. Let's do this. Was the hell happened to you? You were a soldier. How could you turn your back on everything we stand for? Easily. Right. As long as you get what you want, you can get hurt. Is that it? You really got it coming. Gotcha. What? Hat er das geblockt? Rage. Rage. It's almost endearing. I'll kill you. Nice. Wie gut ich ausgewichen bin. Bring out the big guns. Fine now. Let's bring it home. Ich will Synergy, die haben doch bestimmt die Synergy. Oh yeah, Synergy, Soldier's Honor. Fühlt sich fast wie Disgaea. Es gab Final Fantasy Disgaea, das war ein bisschen so. Was habe ich Spells? Ich habe so viele Spells. Haste. Was hast du für Spells? Die Standard-Spells. Take the lead. Tech. Safety first. Will you endure? Geh weg, Cloud! Shit. Let's do this. Summon? Bahamut. Sehr geil. Okay. Have fun. It's on you. No more. Come on. Lass mich! Lass mich bitte in Ruhe. Ich will einen vollen ATB wagen. Nein. Come on!
Just as worlds unite, so too do they part. Cloud, save her! Nein, der schöne Limit. Ah. Alone at last. Shall we? We shall. Oh mein Gott, das ist so wie. Es war. Aber doch nicht jetzt schon. Wow. Buddy. Ich bin echt allein. Okay. Krass. Darf ich jetzt? Oh, okay. Nein. Was ist das hier? Arcade? Nein. Habe ich Engel? Ich habe Engel. Krass. Nee, das ist irgendein Protect oder so. Nee, das ist ein Engel. Das sieht doch immer so aus. Alter, Mann. Ich hab kein. I won't give up. Ain't dead yet. Hey, unfair. Ach jetzt. Okay. Protect hat aber kein rotes Ding, was um mich rumfliegt. Wobei Engel hat eigentlich einen Heiligenschein. Gestern ist er nicht über diesen einen Zaun drüber gekommen. Unglaublich. So. The Shadow of the Colossus. Hau drauf! Nee? Okay. Hau drauf? Ah, nee. Ah. Soll ich den eigentlich mal assessen vielleicht? Allow me. Okay. Immunities. All of it. Nein! So wenig Schaden, das kann nicht sein. Was muss ich gegen den tun? Ich könnte mal einfach einen Vierer machen. Ich habe halt keine Heilmagie, ich muss Items benutzen. Timing. Oh. Was ist das? Was benutze ich, um mich zu heilen? Jetzt Mega Potions die ganze Zeit? Ich habe noch X Potions. Oh. Come on.
das? Achso. Der ist nicht so stark. Und dann damit. Jetzt habe ich irgendeinen. Damn. Not good enough. Allein der Endkampf zieht sich jetzt 3 Stunden, oder? Aber es ist geil. Oh Gott. Kurz ein Planet runter. Da schauen aber auch seine Special Attack kann mit dem Planeten. Judgment Day war es, oder? What? Alle sind wenigstens voll aufgeladen. This one's for Aerith. This is bad. This is very bad. We don't have time. Ich will Barrett. Come on. We gotta take off Bahamut. Bahamut einfach. Oh nee, das war doch schon mal. Das war doch im Remake schon so. Ich will tiefer. Ich mach jetzt einen tiefer. Nee, bitte mach nicht Mega Flare oder sowas. Mega Flare, okay. Können wir das irgendwie beenden? Giga Flare? Nope. Gilgamesh habe ich nicht gemacht, weil ich habe in Nibel nichts gemacht. Okay, wenigstens leben wir, ne? Niemand kann irgendwas. I'm gonna hang. Sie kann gar kein Spell, aber sie kann Chakra. Nein, Bahamut ist weg. Wo ist Bahamut hin? Okay, da ist er. Reicht. Wir haben doch Mixed Potion, Mixed High Potion. Das ist viel zu wenig. Mist Mega Potion. Das ist auch was anderes. Ja, doch, Mist. Das war nicht schlecht. Okay. Das ist mein Limit, Mann. Boom. How about
it. Going in! Bring me! The limit and beyond! Sick him! Let me in! Soll ich den Limit auf seinen Arm machen? Ja, oder? Das ist viel zu schnell weg. Ich mach lieber jetzt den Limit, bevor er eh wieder weg ist. Bahamut wieder da. Achso, weil ich einen Vogel zerstört habe. Hallo, den anderen den Arm anvisieren. Alter. Phoenix ist eh gleich weg. Jetzt mache ich gleich den Arm fertig mit Kaizith Limits. Deswegen ist Phoenix so geil. Oh, ich habe keinen Muggel. Ich hoffe, da sind überall Checkpointe dazwischen. Oh mein Gott. Aber bisher, dank Items, kommen wir ganz gut klar. Obwohl keiner meiner Charaktere geskillt ist, außer Cloud und Tifa vielleicht. Aerith? What in the hell is going on? Yep.
chase your dreams. And whatever happens, protect your honor as a soldier. Ey, Shinra böse. Let's settle this once and for all. Geh ich auf die Chest, ne? What, what, what? Sorry. Zurück! Jetzt komm runter. Ja. Oh, das Schild ist weg. Hallo DB. Ich sehe nicht die Attacken, die er macht, weil sein Körper da oben ist. Ist das unfair? Ach so, vielleicht. Was passiert? Ach, sein Chest ist wieder da. Okay. Das quasi gleichzeitig passiert, während ich das mit Cloud gemacht habe. Ja. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, 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 Alter. Hier kann man sogar den Synergy Move machen. Was? Nein! Klettert auf ihn hoch! Müssen wir das erst aufmachen? Okay. Oh Mann! Darf ich sie wenigstens? Okay, wir schießen mit Barrett. Nimmt gar keinen Schaden, die Dinger. Ich kann auch nichts anderes schießen. Ah, Luffy ist gut. Hey, Pirot, ernsthaft? Egal. Ich warte immer noch auf das Lied. Sephiroth. Ja, dafür musst du die Dinger abmachen, oder? Ja, dafür müssen wir die Flügel machen. Nee, der ist, die Flügel sind nur Magie, ey. Musik. Das Lied darf erst im letzten Game kommen. Das Lied kam schon im ersten Game. Es kommt ständig. Am Anfang von dem Spiel kam es auch. Also es kommt die ganze Zeit. Keine Angst. Das wenigstens kommen wir da hoch. Macht alles keinen Schaden, ey. Was muss ich denn machen? Ist der Wing wenigstens physisch? I don't get it. Und alles sind sie immun. Okay, dann Icy Impulse. Luffy. Here we go!
Einzige, die er gerade anrichten kann, ist irgendwie nur Yuffie. Oder ist es jetzt ein Feuerarm geworden? Kann das sein? Also jetzt ist ein Ringarm? Ah ja, jetzt ist es ein Eisarm. Okay, 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 das check ich, aber... Null physischen Schaden? Das ist Elektro. Das heißt, wir müssen Wind machen. Sephiroth! Ihr anderen, ihr macht die ganze Zeit jetzt Mist. Barretto, du... Sephiroth! Oh mein Gott. Was die Skin. Das ist Wind, das heißt, wir gehen auf Elektro. Jetzt check ich den Arm. Hier hinten stehe ich richtig gut. Ah, jetzt. Schau weg. Es hat den Limit gar nicht gebraucht. Ja, ich könnte mit allen ja Magieschaden machen, aber mit Yuffie ist es auf jeden Fall gut machbar. Oh, tot. Krass. Oh, alle tot. Fast. Moment, Backline Command. United Refocus. Yuffie. Haben wir nicht eine Mixed Mist Giga Potion? Jawohl. So muss das. Und du kriegst jetzt den krassesten Fokusschuss. Und ein Limit von Barretto. Sephiroth, ganz genau. Und Synergy von den Girls. Ein krasser Soundtrack. Oh Mann, so knapp. Das wird wehtun. Der wird wehtun. Dass ich mich so schön geheilt habe. Ich mache mit dir jetzt noch den Limit. Passt. Hallo, Salad. Du bist mit deinem Endboss fertig. Welchen Endboss machst du gerade? There you are. Sephiroth! Also sie haben definitiv nochmal mehr hier reingepowert, geballert als im Remake. Der Kampf geht ja jetzt doppelt schon so lang. Dreimal so lang als im Remake. Krass. Sie lebt. Let's end this together.
Sie ist geskillt. Sie kann mich die ganze Zeit heilen jetzt. Frage, ist das unsere Arisu oder ist das eine von den tausend anderen? I saw what you did back there, Cloud. Thank you. Save me later. This ain't over. Right. Okay, let's finish this. No more. Grip of fate. What do you make of this, Cloud? Is any of mein Assess hat nicht geklappt. Ich kann ihn nicht assessen. Don't even bother. That shit won't work on me. Not anymore. Shall I sever your finger? Nochmal. I got your number. Okay, mein Assess hat nicht geklappt letztes Mal. On your knees. Keep it together. I'll take care. Arisu, du gehst weit weg. How can you want this, Sephiroth? Egon, your part is played. How can you want an eternity of loneliness? Okay. Asuma. You'll feel better in a second. Why don't you leave the Take it over. Whisper Cannon, was so ist that's das? The way it's gonna be. Stop it. Habe ich inzwischen Arise? Nein. I'm here. My turn. Was ist diese Whisper Cannon? Ich darf da nicht rein. Lauf! Synergy auf die Masume. Eric! Don't give up now, you guys! Oh, nice. Schwert kaputt. Alright. Schwert kaputt. Shall I sever your fate? Er hat sein Schwert neu gemacht. Ist es das einfach nur? Ja, shit. Hör auf, Aerith anzugreifen. You will be quiet. You will be quiet. I'll show you what I can do. Wie soll man an der vorbei? Man muss von Anfang an hinter ihm stehen. Eric, you ready? As I'll ever be. Finish it. Probably heal up. Let's finish this. Let's dance, asshole. Ach, schneller, Cloud! What? Da kommt danach noch was?
Nein, nicht schon wieder. So it's my turn. Thank you for forgiveness. You've got this. No big deal. Okay, Das dauert länger als ich dachte. Dankeschön, Butters, für deinen Sub. I'm coming. So geblockt. Ich check nicht, wie ich den ausweichen soll. Das ist geil, alles hier gerade. Ich bin immun gegen seine Attacken. Zumindest die Attacken. Stay strong, okay? That's it. It's your turn. Come on. That it? Oh shit. What? Alter. I'm feeling pretty weak. That'll do. You've got this. Let's do this. Sie kann kein Kura mehr. Oh damn. Wenn du Zeit hast, heil mich. Aerith, mach Healing Wind. Wie lang geht das? Ist das jetzt die Welt, in der wir leben? Nein. Krass. Aerith.
Wow. Ich war so gut bis dahin. Okay, wenn er seinen Wirbelwind macht, muss ich ihn staggern. Ich weiß noch nicht wie, ich habe die ganze Zeit auf ihn drauf. Nee, das passiert, wenn, also entweder man ist volles Leben und dann überlebt man das. Oder man muss ihn halt staggern, während er seine krasse Attacke macht, die irgendwie 5 Minuten ging. Aber ich weiß nicht wie, die ist nicht hochgegangen. Wahrscheinlich muss irgendeine bestimmte Attacke gemacht werden, vielleicht auch Magie. Before Battle. Okay. Kriegen wir hin. Ich hoffe, dass jetzt sich dieser Flug, dass man beim ersten Mal nah dran ist und dann 3 Stunden lang nicht ansatzweise rankommt. You gotta be kidding me. He still ain't dead. There you are. Sephiroth! Skip. Smash move. How can you want this, Sephiroth? Egon, your part is played. How can you want an eternity of loneliness? Ich probier das. Sorry. Oh, das tut nicht genug weh. Mann. Wie haben wir das letzte Mal gemacht mit einer Synergy? Haben wir das gemacht? Leave it to me.
Gotta go for it. Okay. Get him. Und diesmal nicht so viele geile Sachen. One more shot. Come on. Defy me. This one's for you. It's on you. So it's my turn? Ich will die andere. Reunited. Raise her limit levels. Na gut. On it. Try using it. Let's do this. Shall we sever your fate? Ich spare mir die Limit von Aerith auf. Wenn er so krass wird. Können wir woanders hingehen? Ah, Mist. Was ist, wenn ich darauf irgendwie Vierer mache? Oh, that's the trick. Was machen wir? Haste, Cloud. Nein, auf Cloud! Warum ist sie selber ausgewählt? Mann. Jetzt hat sie zweimal Haste gekriegt. Wen hat sie eigentlich als Summon? Shiva? Ne. Jedes Mal, dass dann noch was kommt. Pay attention. Know it's the darkness. Was? Was ist das? Was ist das? Das Problem ist das. Problem ist das. Nein! Nein! What? Das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Okay. Was passiert? Also, er macht immer noch sein Ding. Nothing personal. One more shot. Du darfst jetzt Planet's Protection machen. Shall I sever your fate? I beg of you, shield them from harm. Mach jetzt deine Wirbelattacke, ich will nicht umsonst den Wind gemacht haben. Warum kriege ich keine Synergies? Ain't dead yet.
What? Stay strong, okay? Synergy. Perfect timing. Say your goodbyes. Okay, wir sammeln jetzt Bahamut. Duty calls. Diese Attacke ist so unverschämt. Gotta be careful. Now. What? I won't give up. Need a breather. I'll show you what I can do. Mist, Mist, Mega. Habe ich nichts Besseres als Mist, Mega? Sehen. Oh! Ich setze doch nicht jetzt mein Limit ein. Fuck! Was geschieht? Lass ihn ruhen! Warum war letztes Mal die andere Phase so schnell da? Was passiert? Ich bin am Rand der Map, glaube ich. Ich konnte gerade nicht wegrollen. Ich bin am Rand der Map. Jetzt kommt es. Ich kann halt nichts machen jetzt. Ja. So ein Quatsch, das war doch ein Quatsch, ey. Okay. Warum? Diesmal hat er krassere Attacken gemacht als letztes Mal. Diese krasse rote Attacke hat er diesmal zweimal gemacht und danach ist man einfach weg, ey. Let me squip! Squip, squip. You gotta be kidding me! He still ain't dead! Ja, der blaue Balken, ich weiß, aber Aerith macht ja die ganze Zeit ATB-Sachen, aber halt nicht. Aber keine Skills, sondern nur Spells. Also keine Items. Keine. Ist eigentlich nicht schwer, aber diese eine Attacke, der man nicht ausweichen kann. Octoslash ist ja sogar noch besser als diese Angel irgendwas. Maybe later. This ain't over. Right. Okay, let's finish this. Jetzt gerade können wir nochmal anfangen. Können wir nochmal kurz anfangen. So, jetzt bin ich bereit. Lass ihn ruhen! Was ist, wenn ich das Ding angreife mit Fira? Oh, okay. Das wird immer einfacher. Too bad. Shall I sever your fate?
Muss mehr Magie machen. Ich hab. Ja, ich hab. Ich hab. Never again. I'll show you what I can do. Mother, I got this. Okay. Your part is played. How can you want an eternity of loneliness? Need a light. Das hat nicht gereicht. Eric, you ready? As I'll ever be. That's it. Defy me. Your end is nigh. Deal with that. So it's my turn? Can you take over? Hang back. I'm in a hurry. Fall. Burn. Let's end this, Cloud. All right. Eric, you ready? As I'll ever be. Going in. Now's our chance. Right, my turn. Finish him off. Watch this. Your end is nigh. Boom. Müssen Aerith jetzt schon wieder halb am Verrecken hier. What is happening? Mich in Ruhe. You can do it. I got this. I'll take care of you. I won't give up. No. Darkness falls. Ja, die Kackattacke, Mann. Ich muss warten. Okay. Ich hab ihn doch. You ready? Let's finish this. One more shot. Don't stop now. Ready or not, here I come. Leave it to me. Defy me. Let's pick up the pace.
Letzte Phase, komm herbei. Oh, sie hat's geblockt. Ist ja nicht mehr so gut, wenn Bahamut hier da und da ist. Ich bin wieder am Rand der Map, glaube ich. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Now. Planet Protection. Seht ihr, wie immun sie ist? Ich hätte Cross-Slash machen sollen. Come on! Come on! Oh! Wie perfekt timed die Musik. This is not my final form. Und deswegen timen wir das so. Wenn ich diese letzte Phase nicht durchmachen muss. Why is he laughing? Because he knows this isn't over. It never is. Flap, flap, flap. Ready? Everybody's waiting. Bist du echt? Ist sie echt? Close. Endet es einfach jetzt? Ich meine, es ist klar, dass sie überlebt in einer von den Zeiten. Aber in welcher sind wir quasi? Ladies and gentlemen, so this is it, huh? We got him. Time to say goodbye. Ja, seine Welt geht unter. For now. Aber warum seine Welt untergeht, check ich noch nicht so ganz. Weil sie dem Schicksal quasi... See ya. Oh, das war der Moment!
Das war der Moment. Kazon, ja, du hast alles verpasst. Der fette Kampf ist vorbei. Bleibt nur noch die Frage, lebt sie? Aber das Blut war in einer anderen Dimension. Das macht keinen Sinn, wenn die hier auch tot ist. Die ist nur erschöpft, weil sie so hart gebetet hat. Das macht keinen Sinn. Das Blut war in der anderen Dimension. Es macht keinen Sinn. Wozu denn verschiedene Dimensionen haben? Schicksalswhisper. Aerith. Sie erschaffen ein neues Schicksal. Wake up. Ja. Okay. Ah. Easy. War doch klar. They changed it. The motherfuckers. They changed it. Und deswegen heißt es Rebirth und nicht Remake. Trotzdem sind sie im Wasser. Moment, Moment, Hilfe, Hilfe. Geht weg von dem Wasser. Die waschen sich bloß. War ein harter Kampf. Hate umgangen. Ich meine, sie sind alle traurig. Irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, das hat sich der liebe Cloud nur eingebildet. Weil Cloud jetzt mehrere Dimensionen sehen kann. Schau. Can't stay here forever. We'd best get moving. Nee, das hat er sich nur eingebildet. Da. Das hätte eigentlich passieren sollen. Was ist passiert? Er sieht beide Dimensionen jetzt. Er sieht beides. Was she creepy? I'll see you off. Moment, das macht keinen Sinn. Wenn das die alternative Version ist, wieso ist sie dann in dieser alternativen Version tot und er sieht sie nicht tot? Wenn doch er nicht sehen sollte, wie sie tot ist. Also sehen sollte, wie, also... Ich find's tatsächlich blöd, wenn sie einfach im Leben lassen. Deswegen gibt's jetzt so ein... Ja, she dead. She dead. Tifa. Come on. Wenigstens hat die Synchronsprecherin noch was zu tun, wenn sie jetzt die ganze Zeit als Geist bei uns bleibt. Die Schweine. So mit uns spielen. Die spielen mit uns. Wie geil. Das finde ich geil, dass sie es so gemacht haben. Weil das war immer der Moment, wo alle gesagt haben, was tun sie? Das Schicksal ändert sich. Also warum ziehen sie das durch, wenn sie es ändern können? Darum geht's doch. Ich dachte, es ging darum, den Moment zu ändern. Nope.
Who, me? I guess not. Anyway, you haven't seen Viceroy Saruf, have you? He failed to show at an important event. Made us look like fools. Maybe he wouldn't have, if you'd spent some money on that set. Ah, you're probably right. Rich kids do like things just so. Still got results, though, even without him. Resistance elements are more fired up than ever. You know, Glenn, I'm on to you. This war is nothing but a ploy to distract me from Sephiroth. How very astute. Regardless, the plan is already in motion. Our promised land will become reality. A father's dream, accomplished by his son. I want the real thing, not some imitation. But an imitation's all you deserve. Just like old times. Laut im dritten Teil jetzt so die ganze Zeit ist, was denn? Sie ist doch hier. Niemand sieht sie. Jetzt gut oder schlecht für die Natur? Okay, er lebt noch. Did I? Nah, I couldn't have dreamt that. It all felt way too real. Just as worlds unite, so too do they part. But who's to say they can't unite again? Das ist unsere Aerith, kriegen wir nicht zurück, aber den Typen. Jetzt alle zu Genova hoch, oder? Yay! Can you not raise it just a wee bit higher? Screw you, cat! How's this? Kurz ein Flugzeug gebaut. No shit.
Nice catch. So, what Aerith actually do anyway? Well? Yeah. And with that, we are cleared for takeoff. Finally. It's not fair. Sie ist doch da. Aerith? Sie ist doch da. Damn. Die Schweine. Zieh's durch einfach. The hell? The reunion. Hey, you coming or what? Yeah, one sec. Ooh. Ultima. You have to promise not to look up. Don't look up. Well, now I gotta look. Fine, but don't let it get to you. Don't let what get to me? It's not real. Just an illusion. Now let's go get Sephiroth. He's hiding up north. North. Trust me, he is. Soldier's intuition. Oh, yeah? Better hope you're right. All right, fine. We trust you. Mm-hmm. Just remember, we got everything riding on this. And that's a load you'd best be ready to carry. No heavy loads. We're close to capacity as it is. Don't worry about me. I can handle it. Aber sie haben die Szene im Wasser nicht gezeigt. Es ist so seltsam. Take care. You gonna be okay getting back? And if I said I wasn't? Don't worry. It's like a second home. I guess. But what if... What if something happens? Then I'll send up smoke. Thanks. I'll keep an eye out. Ich meine, vielleicht passiert auch das, was Cloud sieht. Die anderen sind alle Kuckuck. Nee. I'll put everything I've got into my prayers. I'll stop the meteor. And I'll leave the rest to you. Good luck. Aerith, I will stop Sephiroth. Trust me. You promise? Promise. Ja, ist krass, wie pre-rendered immer noch so viel krasser einfach aussieht. Aber klar. Und ich glaube, es dauert noch lange, bis ein Spiel tatsächlich da sein wird.
Weil es sind irgendwie diese minimalen Details. Und selbst das sieht nicht perfekt aus. Da gibt es krassere Sachen wie in Final Fantasy 16. Aber das ist der Artstyle. Wir können heutzutage wirklich realistische Sachen herstellen. Das ist halt der Artstyle, der unrealistisch aussieht. Aber in 16, da ist es richtig krank. Und das Cloud dauert noch ewig, bis wir Gameplay haben, was so aussieht. Selbst GTA 6 sieht nicht perfekt aus. No promises await the journey's end. Ja, ihr habt echt euer Versprechen nicht gehalten, das ihr nie gegeben habt. Die Schweine killen die einfach. Obwohl wir alle wussten, dass sie stirbt, sind wir trotzdem sauer, dass sie tatsächlich gestorben ist, weil sie es hätten ändern können. Aber sie haben es irgendwie geändert, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt sind wir verwirrt. Schweine. Hallo, Peppi. Ich kann dir empfehlen, von Maximilian Dude das Ethereal Crafting anzusehen. Das sind da ziemlich gute Sachen dabei. Okay. Ich wollte jetzt sowieso heute Nacht vielleicht so ein Video anschauen von Maximilian. Okay. Ja, und macht Maximilian nicht normalerweise Beat'em-ups? War schon immer die beste Spielreihe, wo es gab von der Grafik. Ja, pre-rendered Grafik. Er ist auch riesen FF7-Fan. Ja, ich muss mir das anschauen, weil diese ganzen Whisper und sowas, das ist eigentlich schon klar, was passiert ist und so, aber... Also ich sag, es gibt halt die... Es ist halt immer, wenn du mehrere Dimensionen einführst, ist es so ein bisschen... So wow, dann könnt ihr jetzt alles machen. Dadurch, dass wir mehrere Dimensionen haben und Zeitstränge, kann es auch sein, dass Aerith einfach wiederkommt und sie steppt einfach aus einer anderen Timeline rüber, so. Wie sie es ja beim Kampf gegen Sephiroth gemacht hat quasi, aber natürlich ist es, kann das alles auch nur die Vorstellung von Cloud sein. Ich glaube nicht, dass es die Vorstellung ist. Ich glaube, es ist wirklich, es gibt halt eine Dimension, wo Aerith überlebt hat, was wir gesehen haben. Mehrmals. Und sie hat halt die Fähigkeit, zwischen Timelines hin und her zu steppen. Aber die ganze Sex-Sache, ich weiß nicht. Wenn der dritte Teil Sex... Das ganze Sek-Kapitelzeug war in dem Teil, finde ich, komplett unnötig. Du hättest es weglassen können, es wäre alles genauso gewesen. Du hättest diesen ganzen Sek-Kack nicht gebraucht. Aber der dritte Teil wird wahrscheinlich da noch mehr drauf eingehen, dass Sek den hilft. Obwohl er tot ist und eigentlich wieder hätte sterben sollen. Warum ist er jetzt noch immer noch am Leben? Hä? Und was ist mit Biggs? Ist der Wedge Biggs? Welcher von beiden noch immer? Biggs. Man vermutet aktuell, dass Aerith am Ende wohl eher Sephiroth ist, da die Art, die sie an den Tag legt, komplett anders ist als im Spiel selber. Das kann gut sein, ja. Also, vor allem, also, interessant ist auch diese Szene, wo sie im Traum sind quasi und sie die weiße Materie weiterreicht und sowas. Da verhält sie sich auch komisch und es wirkt fast so wie Sephiroth, der halt verliebt spielt. Aber sie ist halt eigentlich gar nicht verliebt. Sie ist in Zack verliebt. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass das schon Sephiroth war, aber warum sollte denn weiße Materia weitergeben und dass die andere Aerith dann und das auch Sephiroth, das war alles so unnötig. Aber am Ende, das könnte Sephiroth sein, der nur Cloud gegenübersteht die ganze Zeit, aber da, finde ich, spielt sie nicht seltsam. Da, finde ich, es wirkt eher wie so ein Engel halt. Wo waren eigentlich die anderen beiden Typen von ganz am Anfang? Welche anderen beiden Typen? Welche? Welche Typen? Sephiroth will ja die schwarze Materie und die Szene im Wald sagt, ja, aber warum hat Cloud sie dann gerade, wenn er sie haben könnte? Sephiroth hat sie ja Cloud gegeben. Sephiroth könnte gerade die schwarze haben. Im Wald sagt Aerith zum Beispiel, dass er sie sich um Sephiroth kümmert, er soll sich um sich selbst kümmern, da sie weiß, dass er das Kopfding hat. Und am Ende sagt sie dann auf einmal, du kümmerst dich um Sephiroth, ja?
Ja, aber ich finde, das wirkt logisch, weil sie will sich allein um Sephiroth kümmern. Schafft's dann aber nicht, stirbt und dann sagt sie, jetzt kümmere du dich bitte um ihn, weil ich hab nicht beten können. Meine Mama hat mir nie beigebracht, wie ich bete, also konnte ich nichts dagegen tun. Die Story ist doch etwas der Nebensache. Ich finde, Final Fantasy hat einen guten Mix aus allem. Du hast Bock auf das Gameplay, du hast Bock auf die Lore, du hast Bock auf die Grafik und du hast Bock auf die Story. Alles ist inzwischen immer top-notch. Die Story ist das, wo die meisten Leute sich beschweren, wenn sie nicht perfekt ist, wenn sie nicht sehr gut ist. Wie in 16, wie in 13, wie in 15. Aber Grafik und Gameplay, ich meine, das Gameplay wird halt immer moderner. Aber mir gefällt es. So, was ist das jetzt hier? Das war das vom Anfang oder ist das Crisis Core? Nee, das ist einfach der Anfang. Okay. Die beiden, dem Großen und dem Mädel, ist Cloud bei Tifa angekommen. Mit den beiden, dem Großen und dem Mädel, ist Cloud bei Tifa angekommen. Also Remake? Den beiden, dem Großen und dem Mädel, ist Cloud bei Tifa angekommen. Oh. Wedge und Biggs? Ich denke auch, am Ende ist Zack in der Richtung Cloud-Timeline, weil im Dach der Kirche ja der Durchbruch war, wo Cloud durchgefallen ist. Aber das ist, dann hätte ja Zack die Timeline gewechselt. Das ist doch auch doof. Zack ist vor den Toren von Midgard niedergeschossen worden. Die andere Timeline ist zerstört worden. Vom Meteor. Da wo Cloud und Aerith jetzt bei der Mutter zu Hause liegen. Ah. Ich weiß ganz genau, wenn wir den dritten Teil spielen in 3 Jahren, werden wir genauso verwirrt sein am Ende und man muss sich alles nochmal irgendwie zusammenlegen und Videos anschauen. Weil nie nach einem Final Fantasy bist du so, ah ja, klar. Es ist immer, es wird immer, was ich aber gut finde, ich mag das nicht, wenn man für dumm verkauft wird und dann alles erklärt bekommt. Es ist besser, wenn man selber nachdenken muss. '16 habe ich nur die Demo gespielt, aber die war schon geil. Aber viele sagen, 16 ist halt so langweilig zwischendrin. Hm, weil Sephiroth immer noch im Nordkrater ist und Cloud sie immer ihm bringen muss. Ja, aber ja, klar. Ich weiß, wie es ausgeht, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte immer, Remake ist 1:1 nachgemacht. Rebirth, es fängt langsam an anders zu werden. Und dann, keine Ahnung, Reunion, alles ist anders. Aber jetzt scheint so, dass Rebirth ist doch so ziemlich genauso passiert. So im Groben, es ist genauso passiert wie im Original. Also vielleicht wird der dritte Teil einfach auch so wie das Original. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, warum dann so viele Sachen ändern. Einfach um mehr Puffer reinzumachen. Hey Shrek. Im Remake ganz am Anfang, ja, das sind Wedge, Biggs und Jesse. Die sind am Ende von Remake gestorben. Ich freue mich schon drauf. Leider dauert es noch erstmal 2 bis 3 Jahre. Ja. Aber es stört mich nicht. Ich habe kein Problem zu warten. Aber das war wirklich exceptional. Sehr gut. Ein paar Minigames, die nerven und lang gestreckt mit dummem Kite-Sith und was nicht alles. Aber die 100%, die Platin wird hart. Aber der Endkampf war echt geil. Auch langgestreckt ohne Ende, aber trotzdem geil. Vor allem,
Ich war nicht mal gut vorbereitet auf den Kampf. Nur Cloud und Aerith und Tifa waren richtig equipped. Alle anderen hatten Schrott. Und trotzdem habe ich es fast First Try geschafft. Sepi hat 3 Versuche gebraucht. Und es war auf normal. Es war nicht auf dynamisch. Aber dynamisch ist ja auch... Es war auf normal. Hart wird bestimmt hart. Es sind so viele kleine Tidbits überall im Spiel, die einem zu denken geben. Ich war überrascht, womit Max in seinem Theorycrafting-Video alles ankam. Oft mag ich solche Videos, aber ich mag nicht, wenn die zu sehr am Anfang zu spinnen. Also ich guck's mir an, weil ich mag ihn sowieso. Aber vielen Dank für die Patreon. Bud. Ich habe ganz schnell Bud gelesen. Bud 6? Nee, was stand da? Hallo, ein Passi. Aber ich mag nicht, wenn man dann so komplett verrückt wird und alles Mögliche macht, was sein könnte. Weil im Endeffekt, glaube ich, wird die Story relativ logisch und klar sein. Nur es ist halt wie typisch, auch typisch japanische Spiele, es ist halt alles sehr offen kommuniziert, sodass man anfängt, die wildesten Theorien zu haben, aber am Ende ist es, glaube ich, immer die einfachste, simpleste Theorie. Auch das mit den Hunden war interessant, wie ich bei diesem einen Spiel oder bei dem einen, wo ich die Candies ausgewählt habe und davor habe ich den Hund genommen und auf dem Candies war dann auch dieser Hund, der Hund. Und der Hund war ja immer ein Zeichen dafür, in welcher Dimension du dich befindest. Ich weiß noch nicht mal, welche Hunde es waren. Es war ein Dackel, es war ein weißer Hund. Und war das jetzt ein dritter Hund? Oder war das einer von den beiden? Keiner, weil dann wäre das nämlich eine dritte Dimension noch, wo die quasi Aerith und Air so rumgegangen sind. Aber ich glaube, es war eine von den beiden. Oh ja, interesting. Ich sag, das Ende geht safe so aus wie im OG, nur dass das Spiel vielleicht zeigt, was auch hätte sein können. So wie jetzt hier, ja. Das war schon cool gemacht, weil zuerst kam das Schwert runter, wie im Original, mega gut gemacht. Und dann, aber du siehst es nicht, sie durchbohren. Aber du siehst Blut auf dem Boden. Aber dann hat sie kein Blut. Und dann hast du Cloud, der sie mit Blut sieht und ohne Blut sieht hin und her. Stellt euch mal vor, da wäre es so gewesen, dass man die alte Polygon-Grafik gesehen hätte, so in dem hin und her. Aber dann wäre es noch verwirrender und unlogischer gewesen wahrscheinlich. Aber das war sehr cool gemacht. Deswegen, es kann sein, dass es sich einfach wie das Original abspielt, nur dass sie immer wieder zeigen, wie sie immer wieder versuchen, von ihrem Schicksal wegzukommen, aber sie sehen zwar den anderen Weg, aber sie kriegen es immer nicht hin. Aber das wäre doch auch kacke, wenn sie immer versuchen, ihrem Schicksal zu entkommen, aber es nicht schaffen. Deswegen irgendwie am Ende, aber was heißt denn dem Schicksal entkommen? Das war die einzige Sache, dem sie hätten entkommen können, weil im Original geht es natürlich gut aus und sie schaffen alles. Also jetzt haben sie ja gar kein Schicksal mehr zu entkommen. Jetzt müssen sie einfach nur noch das machen, was sie eh gemacht haben. Das war ja der eine Moment. Naja, sind verschiedene Parallelwelten? Ja, ja. Das sieht man in Teil 3, I guess, weil Cloud ist Kuckuck. Ja, das ist cool gemacht, sein Kuckuck. Ich meine, er war im Original auch Kuckuck. PTSD und was nicht alles. Und Vergiftung und was nicht alles. Aber hier sieht man es halt sehr gut. Und hier geben sie nochmal viel mehr Gas, was seine Verrücktheit anbelangt. Ich vermute, dass dieses Sehen von unterschiedlichen Sachen einfach der Kopf von Cloud ist. Der wird ja verrückt im Kopf. Ich glaube auch, dass er ja... Er hat mit Zack zusammengekämpft. Und wir müssen davon ausgehen, dass er wirklich mit Zack zusammengekämpft hat. Weil wir haben ja auch Zacks Seite gesehen. Das heißt, ich glaube eher, dass Cloud, so wie Aerith auch, so zwischen diesen Parallelwelten so viel jetzt hin und her gegangen ist, so halb, dass er wirklich nicht mehr weiß, welche Realität seine ist. Was tiefer eigentlich, finde ich, hätte auch passieren können, weil sie im Lebensstrom geschwommen ist. Aber sie war in dem Wal drin, keine Ahnung. Aber ihr geht's ja gut, obwohl sie einfach in purem Marco geschwommen hat. FF10 habe ich mich damals mal so aufgelevelt auf der PS2 und nie den Endkampf gemacht. Jahre später habe ich dann mal die PS2 wieder angeschlossen und den Kampf gemacht. War ich froh, dass die ganzen Autoskills schon eingestellt waren.
hatte keine Ahnung mehr, was da alles nötig war. Ich habe das erste Mal das Original gespielt auf der PlayStation 4, das Remaster mit so Triple Time und sowas. Ich habe nicht den God-Mode, glaube ich, benutzt. Aber ja, der Endkampf, in jedem Fall in Fantasy ist der Endkampf hart. Ich fand ihn hier bis zu Sephiroth gerade, also Sephiroth habe ich auch fast First Try geschafft, dann war ich halt von der letzten Phase war ich so überrascht. Ich war hier jetzt überrascht, wie einfach doch der letzte Kampf war, weil ich kann mich erinnern, das Remake war härter. Aber vielleicht war ich da auch unterlevelter. Keine Ahnung. Hier habe ich jede Map außer Nibel auf 100% gemacht davor. Aber ich erinnere mich, 8, 9, 10. 10 war nicht so schwer, aber 8 und 9, Endkampf war hart. Ja, und dann die modernen, da war es nicht mehr so schwer. Den Wal gab es aber auch nie im Original, oder? Der Wal ist komplett neu, aber es ist eine coole Sache. So ein Symbol für die Natur quasi. Und wenn man den Wal sieht, heißt es, dass es der Natur nicht gut geht. Ja, der muss ja nicht nur seine Vergangenheit stellen, sondern auch das mit Aerith verdauen. Das wird also noch härter als im OG. Deswegen sagt Aerith, don't look up, weil dann kommt safe nochmal die Sephiroth-Scene. Glaubst du? Ach so, warte mal. Nee, was? Also am Ende hat er ja hochgeschaut und... Das habe ich noch gar nicht, was das sein soll, weil er hat hochgeguckt und er sieht den gespaltenen Himmel. War das schon der Meteorit, der gerade am Abstürzen ist? Nee, oder? Weil das war aber... Also gute, ich finde, das ist eine coole Theorie, dass er nicht hochschauen soll, weil das war die Szene, wo sie gestorben ist. Er guckt hoch, Sephiroth kommt runter und sowas. Aber ich glaube eher, dass sie meint tatsächlich den Himmel. Weil in der Stadt war es wirklich so, don't look up. Und dann schaut er hoch und... Und die... Aber da sagt sie es auch schon. Da dachte ich noch, in der Stadt dachte ich, sie meint von wegen, guck nicht hoch. Und dann guckt er hoch und die Platte ist noch da. Stimmt, oh Gott, da kann man so viele Theorien machen von wegen Don't Look Up im Sinne von, das hat sie davor schon gesagt, im Sinne von, wenn es soweit ist, guck nicht nach oben. Guck nicht nach oben, wie Sephiroth auf mich runterstürzt. Aber ich glaube eher, ach, ich weiß es nicht, es ist alles so typisch für die wieder. Achte mal gleich auf den Credit am Ende, da kommen auch zum Teil keine Bilder, wenn Aerith stirbt in Clouds Sicht. Wir sind gleich da. Sind bei der Demon Wall. Die viel zu einfach war. Da war ich überrascht. Kaizith opfert sich. Ein Kaizith. Dieser Himmelsstrich sieht 1:1 aus wie der Hintergrund im OG, wenn er im Livestream ist. Hm. Genau, also er sieht quasi den Livestream. Ich denke mir einfach, er sieht jetzt mehr als die anderen, weil er so nah am Livestream war, beziehungsweise zwischen den Welten war. Er sieht einfach mehr als die anderen. Ist die Frage, ob er verrückt ist oder ob er tatsächlich mehr sehen kann. Ich will glauben, er sieht tatsächlich mehr. Und ich meine, der Lebensstrom und dass alles Lebende wieder zurückgeht, ist ja auch real. Nur er sieht's halt. Aber er ist halt auch crazy. So, was sehen wir jetzt hier? Hier ist Sepi-Kampf. Warst du Giga noch on Stream? Nee. Ist es schwer in Nibel, die Gilgamesh-Sache? Mir fehlen noch die drei Kaktua-Sachen, die ich halt erst jetzt machen kann, und die ganze Nibel-Sache. Ever Crisis am Handy? Nee, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht gespielt habe von allen FF7s. Achtung! Sie wird getroffen. Man sieht's nicht. Obwohl er das Schwert wegmacht.
Vierter Kampf. Kämpfen sie zusammen. Und kurz bevor sie ihre Augen aufmacht, hört's auf. Einfach eine Lücke. Ja, es ist halt. Das soll einfach zeigen, dass beides passiert. Beides passiert, natürlich. Und das ist immer die Ausrede, wenn du mehrere Timelines aufmachst. Dann kannst du immer sagen, ja, was ist halt passiert und nicht passiert und noch auf unendlich viele Arten anders passiert. Aber ja, he dead, she dead. Und Zack eigentlich auch dead. Und wieder eine Lücke, ja. Man sieht sie, wie sie hinterher guckt. Aber nee. Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde es eine gute Lösung. Anstatt einfach zu sagen, hey, sie hat überlebt. Das ist halt typisch, einfach Fragen aufmachen. Mehr Fragen als Antworten. Ich hoffe, es wird wie im OG am Ende. Du meinst, dass sie wieder lebt? Dass sie auf einmal wieder da ist? Nein. She dead. Butters, ich habe Butt gelesen. Butters, vielen, vielen Dank für deinen fetten Patreon. Dankeschön. Takashi Kuryu. Yoshinori Kitase. Noch was? Chapter selection hat if you are not available. Any chapter from a game using your current stats, weapon, the material, you can also adjust your income. Okay. Play log. Zeig mir doch nicht Aerith hier. Ja, ja, ja. Okay. Chocobo Ranches. Changing Booths? Das heißt, ich kann überall mit sexy Tifa rumlaufen. Oh, die Loveless-Kostüme. Oh, die Loveless-Kostüme sind drin. Wie cool. Oh, wie cool. Die können jetzt einfach immer so aussehen. Red kann einfach schwarzes Fell haben. Wie cool. Kann ich was transmuten? Komm schon, komm schon. Ich kann was transmuten. You cannot leave the main menu at this time. Okay, I get it. Das heißt, ich kann aber jetzt gerade behalten. Moment, erklärt mir das ganz kurz. Ich habe nur Angst, dass es so ist wie im Remake. Wenn ich, also das, was ich jetzt gerade habe, ist gespeichert. Wenn ich jetzt, wo ist das? Wenn ich jetzt zum Beispiel, okay, warte, hier steht's wahrscheinlich. Replaying a portion of the game via chapter selection will return you to the start of the chosen chapter. Your current character's levels, weapon, material, and generation will carry over. You can also choose how to carry over your quest data. Note that any odd jobs you have yet to complete will automatically reset.
When you select a chapter, you will be given the options you played on hard difficulty, and then you cannot change the setting. Was sind diese Dinge? Retain current quest completion data. Restore previous completed quest data. Ah, ich check's nicht. Kannst dann, was? Ich hör nix. Nee, ich hab nur Angst. Okay, ich mach jetzt als allererstes ein Hard Save von diesem Ding hier. Wenn das hoffentlich geht. Gut. Das ist jetzt mein Speicherstand, wo ich immer Chapter Select machen könnte. Ich hab nur Angst, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Kapitel 4 zurückgehe, um die perfekte Soldaten marschieren zu machen, dass ich dann ab dem Zeitpunkt spielen muss. Kann ich ab jetzt immer Chapter Select machen? Ich kann immer wechseln. Also war es im Remake, ne? Im Remake hat man einfach auf Kapitel 4 gemacht. Und dann war man in Kapitel 4 und konnte erst wieder Chapter Selection machen, wenn man wieder durchgespielt hat oder wenn man den anderen Speicherstand mit Chapter Selection geladen hat. Ich kann es die ganze Zeit wechseln. Okay. Ich habe nur keinen Bock, irgendwas zu verlieren. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier hin. Bam. Gehe auf, ich glaube 13 müsste reichen. Retain current quest completion data. Restore previously reset. Okay. All unfinished quests. Moment. Aber was ist unfinished quests? Was ist mit meiner Restore Premium? Okay, passt schon. Ab jetzt spielen wir easy. Ich glaube, Reset ist alle Side Quests. Ich meine, weil ich habe ja schon einiges gemacht. Warum bin ich so krass weit weg? Oh, krass. Kann ich da nicht rein? Weil ich da gerade drin bin. Kann ich bitte aussteigen? Hold. Den Morgensternarm. Oh, stimmt. Den habe ich hier noch nicht gesehen. Oh, wenn ich Kite brauche, muss ich woanders hingehen. Aber wenn ich jetzt hier so Zeug mache und sowas und stärker werde und ich gehe dann in Kapitel 12, nehme ich diese Stärke, alles, was ich hier jetzt gemacht habe, mit in Kapitel 12. Also das stackt sich alles. Das wird alles addiert. Ich könnte jetzt auch, wenn ich so Johnny-Sachen machen will, könnte ich jetzt auch in Kapitel 3 gehen und da irgendwelche Sachen machen, damit die Johnny-Quest vorangetrieben wird. Okay, das ist um einiges besser gemacht. Sehr gut. Ja, die Sachen. Ich dachte jetzt, da ich das nicht komplett abgeschlossen habe, dass das hier auch komplett resettet wurde. Ist die Gilgamesch-Sache cool? Sollen wir die Gilgamesch-Sache machen? Have fun wird hardcore schwer. Hang loose. Ja, das mache ich über die nächsten ein, zwei Jahre immer mal wieder, wenn ich Bock habe. Die Johnny Quest. Ja, ich weiß. Das ist die Trophäe. Ist die Nibelheim oder die Nibelsache wenigstens cool von Proto-Relic. Nein. Bye, Prani. Du brauchst noch 2 bis 3 Johnny-Trophäen. Autsch. Aerith, schau, sie lebt noch. Easy. Das ist aber krass, dass ich jetzt so lange gewartet habe, das Spiel durchzuspielen und ich kein einziges Mal
gespoilert wurde. Also ich habe nirgendwo jemals das Ende gesehen. Ich dachte immer, da es so ruhig ist um das Spiel, ich dachte immer, okay, wir kommen gar nicht erst zu der Stelle, wo es passieren könnte. Aber wir waren die ganze Zeit waren wir da, wo die Stelle passiert ist. Und nirgends im Internet habe ich jemals mitgekriegt, dass jemand darüber geredet hat. Soll ich da jetzt schon hin, wo ich hin soll? Ich weiß, was es ist. Okay, locate the Cactuar Cock. Der Cock. Das ist hier. Das Allerschwerste wird die VR sein. Ja, das war ja auch im Remake so. Das hat mir aber sehr gefallen dann am Ende. Also ich hab... Da gab es diesen einen Kampf ja... Der gibt's bestimmt hier auch, oder? Wo man gegen jede Bestie kämpfen muss. Hintereinander am Stück. Und auch gleichzeitig. Und dann auch gegen... sowas Besonderes und so. Und das habe ich... Da gab es so eine geile Taktik im Internet. Und die habe ich 1:1 nachgemacht und 1:1 das Spiel pausiert an der gleichen Stelle. Und dann habe ich es auch geschafft. Und dann ist es echt krass. Aber es war trotzdem schwer. Aber ja, das war... Das fand ich aber cool. Aber ja, klar werden die schwer. Dafür sind sie ja da. Wo muss ich hin? Ich glaube, da... Es gibt sogar ein Buch über das Rebirth. Es gab jede Menge Leaks 2 Wochen vor Release. Ich habe damals auch diverse Sachen gemieden. Echt, ich habe nichts mitgekriegt. Vielleicht ist mein Twitter einfach zu Pokémon verseucht. Die Nebelsache ist ein bisschen lame. Ich fand das Coolste von den Proletic-Sachen, Proto-Relic-Sachen, fand ich definitiv nicht das, definitiv nicht Fort Condor, definitiv nicht Slime-Roboter. Eigentlich die Story-Dinger. Was war denn noch? Am Anfang war das mit den Banditen, die waren halt lustig, aber okay. Was war denn noch bei den Proto-Relics? Eine Sache war cool. Ich glaube, ich habe im Nibel noch gar keine Chocobos. So, wo ist der Big Boy? Achso, hier. Jetzt spiele ich auf einfach, jetzt ist das alles ein Witz. Senior Cactuar. Gibt's auch in 8. Knights of the Round Table. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah. Boom. Mensch, jetzt kämpft die ganze Zeit Aerith mit uns. Macht einen doch traurig. Hast du den Platin Gold im Remake? Yep. Im Remake und in Reunion und im Original. Alle Platins. Wo sieht man das nochmal? Das ist gar nicht so lange her, glaube ich. Weil ich so wenig spiele inzwischen. Wo ist es? Nee, ich glaube, ich bin schon viel zu weit unten. Nee. Remake habe ich doch. Ist nicht so lange her. Ja, nee, ist 15. Ja, 15 war danach. 15? Hier. Intermission vor allem, da war auch die
Corruptor of the Immaculate. Defeat Weiss. Nee, das war nicht so schwer. Defeat Pride. Alter. Ah doch, das ist es, oder? Defeat Weiss. Den gibt's nur im... Ich glaube, das ist die seltenste. Den gibt's nur im VR, glaube ich. Und hier war das knallharte... Veteran, Gold. Gibt's hier noch die Screenshots? Ich glaube, ich habe mal alle Bilder aus den Screenshots rausgelöscht. Sollten die hier angezeigt werden? Nee, ich glaube, ich habe mal alle Bilder gelöscht. That's the smell. Okay. Und jetzt rausnehmen. Perfektionist. Ich liebe halt sammeln und Trophäen sind halt. Befriedigen einen sehr. Weil man danach weiß, okay, ich habe für das Spiel 100 Euro gezahlt, weil ich hier Deluxe Edition mit was sich nicht gelohnt hat. Was habe ich dafür gekriegt? Ein Chocobo und ein Mogel Bestia. Aber ja, wenn ich die 100% habe, dann kann ich sagen, okay, die 100 Euro haben sich gelohnt. Wo ich das zum Beispiel nicht sagen kann, und es kommt sehr selten vor, war bei Final Fantasy 15. Bei Final Fantasy 15 hast du die Platin weit bevor du ansatzweise 100% hast. Du musst nicht mal einen Charakter auf maximales Level bringen. Das ist ein Witz, was man für Platin machen muss in 15. Also im Vergleich zu dem, was man alles machen könnte. Hier muss man ja echt wegen Johnny alles machen. Achievements sind auch mein Endgegner in Final Fantasy 14. Ja gut, in einem MMO ist es natürlich auch insane. So, mit wem muss ich das hier machen? Oder geht das wieder... Warum seid ihr hier? Hey, hey! How dare you betray me? The Dawn raised you and this is how you repay. Ach geil, deswegen passiert es erst danach, weil es die Kaktus vom Corneo sind. Don't fight the hand it feeds. I hear you were using them as cannon fodder. Should they thank the Dawn for that too? Rat-faced punk. You know who I am. Look, you're obviously not worthy of the treasure. So would you mind clearing out already? I'm expecting company. The hell are you doing here? You shit me? If you bozos hadn't crushed my plans, I wouldn't have had to come here just to fix them. After he was so unjustly driven from the gold saucer, our beloved Dawn was forced to stumble. Ja, ja. Oh please. Was ist er eigentlich? Wo kommt er eigentlich her? All the glimmers is gold. He needs it to build his. Er wirkt so random. Der kleine. Dawn! Let's retreat for now. Ich habe halt alle gemacht bis vor Nibel. Dann habe ich die Story durchgezogen. Also alles in Nibel muss ich machen und diese zwei Sachen hier, weil man die erst ab Kapitel 12 machen kann. We'll see ourselves out. Au revoir. Fam out. Sorry about all that. Bring it on. Mach ich sie damit ihr? Okay. Aerith war einfacher. Aber ich habe auf einfach jetzt gestellt. Das sollte jetzt, glaube ich, echt einfach sein. Was, glaub ich auch? Nee, ich habe noch nichts im Saucer gemacht, außer die Story. Those aren't just any Cactuar. Their unique coloration has led them to be venerated by their... I must implore you all to collect... And with that, let the third trial begin. 4000 Dark Matter. Bei Shiro. Tschö, Mariko. Oh, irgendwas nervt.
Eieiei. Ich will nur das Relic. Ich will nur das Relic. Ich meine, warum mache ich mir nicht einen Doppelgänger eigentlich? Wo kommen die sind unsichtbar? Okay, die Grünen müssen physisch besiegt werden. Unfassbar. Oh, sind die Gegner? Passiert. Dann geht er nicht down. Okay, ich hab's wenigstens geschafft. Ich check's nicht. Hallo Pontinus. Wir haben's durchgespielt heute. Gerade eben. Und ich bin verwirrt, aber das ist doch klar gewesen. Windstorm? Oh. Ich könnte sogar 4000 schaffen. Ah, ich hab 4000 geschafft. Was? Musst du mir ein Wort aufschauen? Oh, auf YouTube kannst du dir morgen den Wort anschauen, ja. Ich war sehr die ganze Zeit hin und her so. Ist sie tot? Ist sie nicht tot? Was ist passiert? Oh mein Gott. Aber wie ist das? Ich habe das jetzt gerade auf einfach geschafft. Muss ich für eine Trophäe das auch im Hard Mode schaffen? Nee? Okay. Na dann. Okay, noch eine. Dann habe ich diese Region endlich fertig. Was habe ich hier noch gar nicht gefunden? Warum ist hier nirgendwo ein
Punkt. Ich fand das Ending absolut geil. Ja, der Kampf allein. Also allein die letzten zwei Kapitel. Ich war in Kapitel 13, glaube ich, 7 Stunden lang. Und ich habe noch nicht mal irgendwie Kämpfe wiederholen müssen. Den Drachen musste ich 3-mal probieren. Demon Wall sofort besiegt. Alles eigentlich. Und trotzdem ist Kapitel 13 einfach so lang. Und dann 14 ist halt nur Cutscene und der 1,5-stündige Kampf. Aber richtig, richtig, richtig gut gemacht. Bonk. Ja, es war so klar, dass man durch den durchfahren kann. Wo? Auf Hard musst du nur jedes Kapitel einmal und es gibt halt Missionen, die automatisch auf Hard sind. Ah, okay. Also so VR-Sachen weiß ich, dass es die sind automatisch schwer. Oh, ich habe vergessen, wo das ist. Sagst du mir das? Only one Cactuar Rock awaits. The treasure of the sands is almost. Achso, das sagt's mir ja. Nein. Hm. Das Ding funktioniert so kacke. Okay, irgendwo macht es halt doch da. Warte, wo war das nochmal? Ja, ich geh mal da. Ich weiß, ich halte die ganze Zeit und dann passiert nichts. Und dann drücke ich wieder und dann holt das langsam raus und tut sofort wieder weg, weil ich halt nochmal, weil ich wieder hochgegangen bin von der Taste, weil ich keine Geduld habe. Es dauert so ewig, bis er Anstalten macht, sie rauszuholen. What? Ich glaube, die Kamerarichtung wird auf der Karte angezeigt und nicht die Richtung, in die Cloud guckt. Oder die Richtung, in die Cloud guckt, wird auf der Karte angezeigt. Ich fand Yunnan am geilsten. Rare. Ich glaube, ich fand die letzten beiden Kapitel am geilsten. Oder der Anfang von Beach. Also wie man in der Beach ist. Wo? Darunter gemusst? Gongaga war aber auch cool. Mit den Chocobos, die rumspringen. Alle cool. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es hoch. Hoch. Ich find's blöd, dass ich hier nicht Chocobo rennen kann. Ich will beides.
Was denn geschieht hier? Hä? Ob du da nicht rüberkommst. Ich meine, ich habe das Spiel ja fast so gespielt, als ob ich das Original nicht kenne, weil ich eh alles vergessen habe. Aber trotzdem kann ich es halt gameplay-technisch vergleichen. Und ich weiß auf jeden Fall, wenn sie diese Sachen sehr gestreckt haben. Manchmal war es wirklich zu viel. Wo man so gemerkt hat, okay, ihr macht gerade Sachen nur, um das Spiel länger zu machen. Und das ist nicht wirklich bereichernd. Aber die Open World ist wirklich, macht das ganze Spiel so gut. Sag nicht, ich bin jetzt immer noch falsch. Oh, oh, oh. Was ist jetzt hier für ein fetter Kampf? Ich rede mit dir, Pokémon. Pokémon hat schon Remakes gemacht, die gut waren. Und ein sehr schlechtes. Oh, so it's like that. Everyone's a winner. I hope you'll forgive the interruption, but I've made more headway in my study. So weit weg. Die ganzen Truhen sind sicher auch eine Johnny-Sache, oder? Alle Truhen aufmachen. Aber das ist okay. Das geht ja einfach mit einer Karte vergleichen. Echt? Aber ich will die ganze Karte aufdecken. Ich finde es ja ganz schlimm, dass man die Karte nicht ganz aufdecken kann. Dass man hier gar nicht hin kann. Das finde ich so schlimm. Ich meine, vielleicht kann ich mit dem Schiff hier hin oder so. Oh, aber dass man eine Karte nicht ganz aufdecken kann? Horror. Die Truhen, finde ich, hätten sie schon. Oh nee, nicht die. Truhen, finde ich, könnten schon eine Quest sein. Sie werden ja schließlich von der Karte abgehakt. Materia, up! Das sollte ich ganz kurz einmal checken. Dass ich auch genug ausgerüstet habe. Da sind, glaube ich, ein paar Lücken drin.
ich irgendwas Cooles gekriegt? So eine schwarze Materie in meinem Schwert drin oder so? Nope. Nope. Ich habe halt alle ausgerüstet. Ich habe zu viele Plätze frei. Den Quatsch brauchen wir alles gar nicht. Ne, ich habe alles ausgerüstet. Kite Sith ist vollkommen leer, weil er gar nicht bei mir ist. Ich kann ihn trotzdem ausrüsten. Guck mal, ich kann selbst Kite Sith ausrüsten. Okay, das ist alles Quatsch. Weiß ich nicht. Ich habe alles ausgerüstet. Wahrscheinlich ist eigentlich fast alles auf Minispiele bezogen. Ich will aber alle Truhen aufdecken. Ich mach's trotzdem. Was die schwarze und was die weiße Materie machen. Die eine ist gut, die eine ist böse. Gut gegen böse. Ich glaube, mehr kann man gar nicht wissen in dem Moment. You've done well to survive this spiny unquote. Delivered to this for generations. Could you be the blade? You bet. I got this. Keine, ich fand sie einfacher. Ich kann die nicht assessen, oder? Ich kann ja nichts machen. Oder könnte ich davor Assess ausrüsten? Get ready. Here it comes. Das sieht so. Juhu. Hey, you asked for it. Here it comes. Okay. I'd keep my distance if I were you. Ja, sie ist schon super nervig. Get ready. Mind backing off a bit. Okay. Wie ist ihr Stab jetzt anders? Ich kenne den irgendwie. Ist der schon aus? Irgendwie noch macht der Stab komisch. Achso, ich habe das immer mit denen hier gemacht. Ready? Get him! Das läuft nicht gut, oder? I'd keep my distance if I were you. You'll see. Go on. Hey, you asked for it. Black Narkotikum, dankeschön für den Raid. Hallo. You'll see. Mind backing off a bit. Yoo-hoo. Get him. You okay? Das läuft so schlecht. Hey, you asked for it. You'll see. Get him. One more shot. Mind backing off a bit. Maybe this will do the trick. Here. This should make you stronger. Over here. Go on. That'll do. Sieht gerade so langweilig aus, das Spiel. You'll see. Maybe this'll do the trick.
Was ist das für ein Idiot? Okay, wenigstens habe ich es geschafft. Noch 3000 schaffen, wenn er sich mal hinwollern würde. Okay. Egal, ich muss eh nochmal machen, aber. Ja, letztes Mal war tiefer. Aerith lief viel besser letztes Mal. Da hab ich volle Punktzahl auf einmal gehabt. Und ich habe einfach nur die ganze Zeit Viereck gespammt. Na gut, dann schauen wir mal, was ist hier mit Gilgamesh? Eine Kaktor Gilga, ein Gilgamesh, ein Kaktor mit Gilgamesh-Kostüm? Just as the Book of Kings foretold, the Bladesman of Legend has come at last. Actually, there's one more favor I wanted to ask. Hold it right there! Nobody do anything stupid. I'm afraid that fancy book of yours is out of date. Only king I know deserving of that treasure is this one right here. Don Corneo! Waffen? Süß. Flair. You heard him. Give me my sparkling spoils! Giga Kaktor. Final Fantasy 8 ist Kaktor. Achso, ja, stimmt. Ist Kaktor eine GF, eine Bestie. Da kommt ein riesiger Kaktor und macht 10.000 Stacheln. The audacity to declare yourselves claimants. Treasures of the Genji belong to me alone. You will render unto me my prize. What kind of circus is this? Stand back. Protecting this treasure is our sworn duty. Stop it! So dumm. So dumm. Who's next? Not me! Mit der Glock in der Hand. That was just a technical knockout. We've got our sights set on a new frontier. We'll rebuild stronger than ever, and once we do... Once we do, we're gonna crush you and your little cat's eye too. Your days are numbered. Er ist so der. Anyway, er ist nochmal der Anführer in Breath of the Wild, die Bananenbande. Would you mind sparring with me? Der Anführer von denen, so vom Style ist der. See how I stack up? Why not? Wie kämpfen wir jetzt gegen ihn? Okay. Koga! Der Koga, genau. So ein lustiger Zwischenboss, der einfach nicht aufgeben will. Too bad.
Dealing with his post-parry attack or his goblin beatdown. Das ist gerade geheilt. Ups. Er heilt sich. Oh nee. Whammo. 4000. I'm coming. Get him. Bring it. I'm coming. Someone looks kind of shaky. Go on. Can you take over? All I'm fair. Here. Take it over. Give him your all. Leave it to me. Any last words? Das war Schaden, ey. Und dude. Could be a match for the Bladesmen of Legend. Natürlich. Now give me the Genji. And as its keepers, our work here is done. Guess we'll have to come up with a new fairy tale for ourselves. Yeah. Good luck with that. Hope we meet again someday. I'd be sure. Läuft er so? Er sollte eigentlich eher wie so ein Naruto ran machen. So, kriegen wir eine Vorhersehung. Da-da-da-da-da-da. Ja, kriegen wir. Oder? Kaktor Crusher. New Tier reached? What? Das ist neu. Apologies, but I am presently detained in the privy. Das war's. Gilgamesh im Chillen grad. Kann grad nicht. Auf der Toilette. Ja. Apropos, zeig mir. Jetzt muss das die Kohle ausgeben bei ihm. Wo ist er denn? Wo steht der rum? Zum Beispiel hier. Oder hier. Coral ist echt, glaube ich, die größte Region. Da ist der Strand, ein Wald. Dieses Barrett-Ding hier. Wenn ich mich zurückerinnere, das gibt auch am Anfang das Grasland. Gott, Ewigkeiten her, dass ich in diesem Grasland war. Okay. Ich habe hier echt alles gemacht. 7 von 10. Oh, da wurden neue hinzugefügt. Neue... Ach, wegen Kapitel 12. Ah, okay, hier gibt es noch ein paar Sachen zu machen. Ich habe gar nicht alles. Das war nur Intel. Es gibt noch 3 Queen's Blood und eine Quest. Okay.
Jetzt aber einmal kurz nach Nebel. Ich will nur einmal kurz nach Nebel, aber ich glaube, ich höre jetzt auf. Müde und so. Ich muss noch ein stundenlanges Video anschauen, was mir die Story erklärt. Wo ist der? Der ist irgendwo hier. Nee. Wo ist der Flughafen? Gibt's hier keinen Flughafen mehr? Muss ich jetzt immer... Achso, jetzt kann ich so schnell reisen. Es wurde angepasst. Das ist geil. Das ist geil. Shinra Manor. Hier ist Proto Relic. Adumbral Throng. Da ist Chocobo. Oh, so viel zu tun! Oh, ein Traum. Eine komplette Welt noch. Ohne. Komplett unangetastet von mir. Ich spiele jetzt seit 15 Stunden Pokémon Ultrasonne und ich bin immer noch auf der Insel 1, weil ich alle Pokémon haben will. Vergiss nicht, wenn du es durchspielst, ist es wahrscheinlich einfacher, alles zu sammeln später. Alright, alright. 72 Stunden habe ich gebraucht, um das Spiel durchzuspielen und alle Maps bis auf eine sind quasi fertig. Nur Minigames habe ich natürlich nicht angefasst. Ich mache jetzt trotzdem, ich habe hier quasi diesen einen endgültigen Spielstand und ich mache jetzt trotzdem einen zusätzlichen. Hammergeiles Spiel. Ich habe es endlich durch, aber noch lange nicht fertig. Was war dieses Trophäending hier? Ach, jetzt ist es da oben golden. Ach, das, ach krass. Okay. Ist das gut? Ist das gut? Naja. Das Geile ist, kommt noch ein dritter Teil. Ja! Spiel das Original. Ich kenne einen Streamer, der immer sagt, wer will schon einfach. Aber in Wirklichkeit spiele ich alles immer auf einfach. Das mache ich ja nur für euch. Du hattest über 100 Stunden. Du hast auch um einiges mehr gemacht. Das muss ich noch löschen, dieses Kackspiel hier. Das geht doch, oder? Delete. Squadrons, so ein schlechtes Spiel. Ein Level gemacht, gekotzt, weg, deinstalliert. Moment, Tifa kann jetzt wirklich immer ihr Outfit haben, habe ich das richtig verstanden? Moment, wo war das? Wo soll man das ändern können? Bei Chocobo Farmen. Habe ich noch keine. Hier nicht. Oh boy, die Outfits werden sofort gewechselt. Man kann Trophäen löschen, nur wenn du 0% hast. Das haben die erst mit der PS4 eingeführt oder sowas. Ich hatte ewig lang Spiele da drin mit 0% und dann endlich haben die es eingeführt. Aber sobald du nur eine Trophäe machst, kannst du es nicht löschen natürlich. Nur in Coral? Ich dachte, die hatten gesagt, ich kann bei jedem Chocobo... Doch, das war bei jedem Chocobo-Stand, also da, wo ich Chocobo-Ausrüstung kaufen kann, mit Goldfedern, kann ich meine Skins ändern. Nur hier habe ich noch keinen Chocobo-Stand. Alright, meine Lieben, es war meine Ehre, für euch komplett Final Fantasy VII zu streamen. Ein Kapitel habe ich nicht mit euch gemacht, eine lange Pause gemacht. Da habe ich die ganzen Maps voll gemacht. Gemacht. Aber wir haben es einmal hier durchgespielt in 3 Tagen. 3 Tage hat es gedauert. 3 Streams hat es gedauert mit jeweils 4 Stunden ungefähr. Um von Kapitel 11 Kapitel 14 zu kommen. Hammerspiel. Eins der besten Spiele dieses Jahr. Schade, dass es so wenige gespielt haben, weil es PS5 exklusiv ist. Aber irgendwann wird es für PC kommen. Irgendwann wird es für andere Sachen auch kommen. Ich habe jetzt direkt Bock, Final Fantasy 16 einfach zu spielen. Weil ich glaube, da gefällt... Ich glaube, 16 könnte mir noch mehr gefallen, weil es komplett halt ist. Und weil die Grafik, die Ernsthaftigkeit... Weil hier fehlt es mir oft an Ernsthaftigkeit. Was ist, was cool und lustig ist, aber 16 ist halt, glaube ich, durchgehend einfach knallhart.
Okay. Dankeschön. Und bis morgen wahrscheinlich. Ich bin viel am Gen 5 Video jetzt machen. Kann sein, dass ich jetzt Streams oder so ausfallen lasse, um das Gen 5 Video fertig zu machen. Mal gucken. Was gibt's morgen? Keine Ahnung. Vielleicht nix. Bussi, bussi. Bye, bye. Auf Wiedersehen.